Du hörst jetzt einen Teaser des Textes Befreiung der Seelenpartnerschaften durch die Frau. Den Link zu diesem erwerbbaren Artikel von Ute Strohbusch findest du in der Videobeschreibung. Dieser Artikel befasst sich noch einmal mit den energetischen Gesetzen, auf deren Grundlage Seelenpartnerschaften basieren. Warum befreit die Frau auch den Seelenpartner, wenn sie sich selbst befreit? Und wie tut sie das? Hier gibt es noch einmal neue bzw. tiefergehende Erkenntnisse und Anleitungen. Warum ist der Mann so lange zum Stillstand verdammt und kann aus eigener Kraft selbst keinen Wandel herbeiführen? Welche Auswirkungen hat dies auf eine Lebbarkeit der Seelenpartnerschaft und welche Motivation ist dazu notwendig? Warum klappt es auch mit keinem anderen Mann, außer weitere Lernpartnerschaften in Grün? Was ist die Aufgabe für uns Frauen in dieser Zeit des Wandels und warum tritt das Phänomen der Seelenpartnerschaften massenhaft und weltweit auf? Ich beleuchte diese und andere Aspekte noch einmal wesentlich umfassender, tiefgreifender und verständlicher. Ute Strohbusch